Let's go, man! Wir öffnen jetzt hier zusammen auf Twitch ein komplettes Display Stella Krone. Grüße gehen raus an alle Leute, die hier am Start sind, beziehungsweise auch live dabei sind, falls ihr mit live dabei sein wollt. Checkt gerne die Social Media Kanäle ab. Twitter, Instagram, TikTok. Gerade auf Instagram bin ich am aktivsten. Da ist auch gerade noch ein Gewinnspiel bis Ende des Monats, wo ihr mitmachen könnt und wo ihr unter anderem ein Stella Krone Display gewinnen könnt und halt auch ein Stella Miracle Display oder auch einfach Einzelbooster. Also von daher, macht gerne mit. Würde mich sehr, sehr freuen. Und tatsächlich ist heute, wenn ihr hier im Stream seid, tatsächlich auch Release dieses wunderbaren Sets. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir ziehen werden, denn ey, wir haben hier viele coole Karten drin, glaube ich, in Stella Krone, ne? Aber haben wir noch mal kurz hier eine Übersicht? Da ist es, Stella Krone. By the way, bei meinem Partner Card Corner könnt ihr ebenfalls euch auch Stuff bestellen, wenn ihr wollt. Und zwar mit dem Code Krone. Kriegt ihr ab 100 Euro wieder ein Gratis-Pack. Ganz, ganz wichtig. Könnt ihr bestellen. Genauso wie bei Paradise Dragooner kriegt ihr mit dem Code Drache auch einen Gratis-Booster. Finde ich mega cool. Ich glaube, ihr auch. Und hier haben wir die Karten. Wir haben Bisaflor hier drin, wir haben Turtok hier drin. Wir haben die Artwares von den beiden da drin, was ganz geil ist. Und ansonsten Terrapagos, super geiles Deck. Freue ich mich sehr drüber. Der Entwicklungsbaum, super starke Ace-Backs, um Pokémon der Phase 1 zu 2 und zu 3 zu machen. Dieser Sam hier drin, den habe ich auch schon ein paar Mal jetzt gezogen. Durch meine ganzen Openings, die ich gemacht habe. Shigi, wie gesagt, Fanliebling aus der Kanto-Region. Die gute Dame ist super stark fürs TCG. Tara haben wir hier drin in Altart. Goldenes Terrapagos. Wir haben Talisman hier in Gold. Wir haben Hydrapfel hier in Altart. Wir haben Daxban. Ey, ich habe heute was geleakt, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, sage ich. Auf Instagram ebenfalls. Kommen wir, meine Freundin und ich, wir werden uns einen Hund zulegen. Und deswegen wäre Daxban, glaube ich, jetzt auch ganz cool. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, halt, sobald wir da mehreres wissen und alles, aber ja. Wir haben schon ein Körbchen stehen, wo ein Nachtara drin ist. Ja, das ist schon ganz cool halt. Aber die ersten wunderbaren Packs jetzt hier zugeleased mit Celebi, Togedemaru, Kualai haben wir hier am Start und Reunion. Habt ihr einen Namen? Wir haben einen Namen schon, ja. Aber wie gesagt, das wird alles in der näheren Zukunft erst kommuniziert, Chat. Wartet ab. Alles nacheinander. Meltan hier von Yokamori. Hierarchie haben wir hier. Glastrompete. Also wir haben schon ein paar coole Karten hier auf jeden Fall am Start. Welches Set hast du gerade gezeigt? Bro, es gibt zwei Sets, die heute rausgekommen sind. Es gibt das hier mit Stella Krone und Paradise Dragooner, was heute in Japan erschienen ist. Deswegen ist es sehr verwirrend halt, da zwei Sets draußen sind. Sehr nice, das Mewtwo. Ich mag den hier mit dem Spukbob, so ein super Psy-Schlag, Krawell. Wir haben, glaube ich, ein Hit hier, ne? Okay, wir haben eine Full Art und wir haben eine Tara! Let's go, man! Die gute Dame, leider nicht die Altart. Die habe ich aber auch schon zweimal mehr Partischen gezogen. Aber die gute Tara auch mal so ein Full Art zu ziehen, ist es sehr, sehr liebe. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ist ja die Tochter vom guten Turner. Tara. Da sieht man die Ähnlichkeit so ein bisschen im Namen. Hat ja auch einen Stalobor, bzw. der Stalobor von ihm bekommen. Buckle Esser Rare wäre sehr, sehr cool. Ey, Buckle Esser Rare wäre sehr, sehr nice. Wir haben eine Ace-Backs. Das ist schon mal sehr cool. Okay, Lady, wa? Vlatity, Dara, Galoppa, Donarion und Funkelner Kristall. Mit dieser Karte wird tatsächlich das Katapultra-Deck super stark, denn du kannst dann diese Karte an Katapultra anlegen und er braucht nur noch eine Energie. Und zwar ist das hier so eine Regenbogen-Energie als Ausrüstungskarte für Terra-Pokémon. Das ist eine super stabile Karte, wird auch in vielen Decks gespielt werden. Ich freue mich sehr darüber, die zu haben. Selbst von Altered-Karten nicht so wirklich viel, finde ich nicht so nice. Also klar gibt es viele schönere Sachen, aber ich brauche es nicht unbedingt, so wisst ihr. Ich bin voll fein auch mit meinen eigenen einfach. Und wir haben hier Buckle, let's go! Den kleinen Buckle. Da ist er, der kleine Boy. Nur nicht in Altart. Zeit zum Futtern. Oh Mann, ey. Ganzes Display Stella Krone. Hab ich Bock, ey. Brianna, Enabaltec, Schneiderotom und Bridaludon. Bridaludon hat jetzt auch sehr viel Liebe bekommen, ne? Hat hier eine Art Rare und eine Super Rare. Im nächsten Set eine EX, Full Art und Alt Art. Und ja. Nee, keine Gold. Aber allgemein sehr viele Karten in letzter Zeit. Oh, da haben wir ihn! Bridaludon in Art Rare. Das als Parfüm kaufen, oder? Ey, ich hätte Bock drauf. Warst du schon mal in einer Pokémon-Kartenproduktion? Bisher noch nicht. Wäre aber sehr cool. Vielleicht kann ich es mal pitchen bei Pokémon. Ey, lass mich in die Produktion. Let's go. Wir haben Turtok. Zwillingsdüsen. 140. Lege bis zu 2 Energiekarten aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel. Und für jede auf diese abgelegte Energie macht er 140. Also 280 insgesamt leider nur. Und ja, der hat 360 KP.
Das ist in Ordnung, aber jetzt nicht so krass. Der macht halt leider zu wenig. Der macht halt leider zu wenig Schaden. Kickalo, ich sehe den, dass wir den Ardred ziehen. Ich sehe, dass wir den Ardred ziehen. Wir haben ein sehr, sehr süßes Evoli hier. Sehr, sehr cute. Und Karipas, der hier am Schrein ist, Bro. Warum schreien alle Pokémon? Mitnehmen. Jo, alles klar. Ich nehme Ankatschi mit. Das ist es. Glastrompeter haben wir wieder. Diancie, Höhlensystem 0. Und wir haben Terra Lapras. Leider nicht Terra Terrapagos, die Karte, die ich eher haben möchte. Aber Lapras, für all die Kanto-Liebhaber da draußen, da war auch trotz dessen ein Win der Woche. Hey, ich will TCG lernen. Aber nur ein gutes Erklärvideo. Guck dir am besten meine Road to Worlds an. Da wird nicht das TCG erklärt, sondern so ein bisschen Learning by Doing halt auch. Also ich fand das Road to Worlds Ding für Einsteiger tatsächlich, ich glaube, sehr inspiriert und gleichzeitig halt auch sehr gut zum Lernen. Klar, ändert sich immer wieder was, aber ansonsten möchte ich dir empfehlen, guck dir einfach ein paar Decks an und spiele einfach selber ein, zwei Runden, wenn du schon Karten zu Hause haben solltest halt. Ich glaube, das ist so, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Noctu und Melmetal Reverse von Yukamori. Let's go. Noctu ist tatsächlich einer der spielstärksten Karten, die man haben kann. Entwickel den und dann kannst du, wenn du Terra-Pokémon hast, zwei Items suchen. Super nice, der Search Engine. Davon brauche ich auch noch ein, zwei. Deswegen habe ich mir die ETB auch noch ein paar Mal geholt, weil ich dachte, ey, ich will den eh spielen. Ich will wirklich Terrapagos-Deck spielen, deswegen bräuchte ich wirklich nochmal einen Terrapagos. Also vier Stück brauche ich dafür. Vier Stück von der kleinen Schildkröte. Oh, wir haben eine Gold. Wir haben eine Gold. Oh mein Gott, let's go. Was können wir als Gold haben? Höhlensystem 0 können wir ziehen. Wir können Terrapagos haben. Und was ist die andere Karte? Wir haben Terrapagos. Let's go. Terrapagos in Gold. Nice. Das ist ein Baba-Hit. Das ist ein wirklich starker Hit. Eine goldene Stella-Karte. Leider haben wir hier nicht die unterschiedlichen Farben. Aber wir haben dafür, seht ihr das? Das hier ist Rainbow. Die Sparkles, die oben drauf sind. Kann mein Hund einfach Wackel nennen? Nein. Ich werde meinen Hund nicht Wackel oder auch nicht Hefel nennen. Das machen wir nicht. Klick-die-Klack, Mopex. Kaukubere, Krabbel, die Glaskonfete und das Reverse Celebi finde ich auch sehr, sehr cool. Lumpy, Galapafloss, Charmian. Ziehen wir noch? Ich glaube, ein paar EXs ziehen wir noch, aber nicht viel mehr, glaube ich. Quaijutsu! Das ist das Problem. Wir haben Quaijutsu, wir haben Turtok, wir haben Bisaflor hier drin. Das sind alles Pokémon EX-Slots, ja. Aber das sind keine starken EX-Slots, wisst ihr. Der macht nur Wasserschuriken, wirft eine Münze über Kopf, macht dieser Attacke 100 Schadenspunkte mehr. Das ist nicht gut. Das ist kein strong Pokémon. Das ist der dritte Quaijutsu EX-Print, den wir haben. Wir haben die Terra, wir haben die hier und wir haben die Promo. Dankeschön. Das ist sehr, sehr lieb. Und wir haben Bisaflor hier als EX. Wir haben Turtok und Bisaflor gezogen. Ey, wir machen gleich ein kleines Recap am Ende halt noch, was wir alles gezogen haben. Aber ruhige Blume hier mit Bisaflor. Kann 60 Schadenspunkte heilen. Und 150. Das liebe Pokémon ist jetzt vergiftet, verwirrt und... Nee, ist jetzt verwirrt und vergiftet. Nur die beiden Sachen. Ist schon stark. Leute, bedankt euch für die Subgifts. Bedankt euch. Danke, Dave. Danke, danke, danke. Sehr, sehr appreciated. Sehr, sehr lieb von dir. Sehr, sehr lieb. Dankeschön. Brianna, okay. Hokumiel. Ah, ist leider einer der schwächeren Art Rares. Jedoch muss ich sagen, dass ich Hokumiel so... Der mag. Es ist sehr hübsch. Mit den Pikachu-Ausstechern hier überall. Relaxo-Schüsseln. Du siehst jetzt super viele Details halt, ne? Da ist ein Galaponita, da ist so ein Pummeluff. Das sind schon echt süße Sachen. Ich meine, das ist halt auch ein Signature im Anime. Mit Azuglades und bösen Team. Und allgemein ist es ein super nices. Einfach ein super cooles Pokémon. I love it. Wir haben den normalen Wackel gezogen. Ey, passend zu dem kleinen Dogo. Der heute announced wurde. Dogodog. Also es wurde noch kein Dog announced, aber dass ein Dog sich geholt wird. Keiner altert leider. Aber ey, selbst der Dogodog in Full Art ist süß. Höhlensystem 0. Junge, Zeit zum Futtern. Er ist so knuffig. Ich liebe Buckle. Buckle ist so ein cooles Pokémon, sage ich euch. Also wer sich das bei Pokémon überlegt hat, I don't know, man. I don't know. Und irgendwas, ist es eine Holo? Ist es eine Full Art? Ist es eine Altart? Wir haben eine Altart. Wir haben eine Altart. Bro! Dieses Display ist legit eines der besten Displays, die ich jemals hatte. Fullatara. Altartara. Goldenes Galapafloss? Galapafloss. Terrapagos. Hä? Das ist doch gerickt. Bro, ich habe ein Display aufgemacht und bin legit durch mit dem Display, mit dem Set. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Nee.
Also wenn jetzt hier noch, wenn wir jetzt noch einen Terrapagos in EXT, ne, dann ist vorbei. Wenn wir jetzt noch, also ich sehe es doch schon an der Seite, dass hier ein EXT drin ist. Noctreverse, Brianna und Terrapagos. Wie? Das ist die beste EX, die du ziehen kannst, legit. Wir haben noch 3 playable Karten in dem Booster. Off-Topic mal. Du hast ja auch ein Studium absorbiert im Bereich Film und Design. Hast du deine Skills damit verbessert? Safe habe ich damit meine Skills verbessert. Also, das Studium hat mir schon viel gebracht. Es war bloß leider, weil es ein Privatstudium war, sehr teuer. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das Geld das wert war, dass ich halt studiert habe, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Jedoch waren die Erfahrungen und die Leute, die ich dort kennengelernt habe, eine Bereicherung für mein Leben, auf jeden Fall. Und die Erfahrung auch. Und hätte ich es normal ohne gemacht, ich hätte es wahrscheinlich nicht ohne diesen Anstupser gemacht. So, wisst ihr, dieses Studieren und das Lernen von allem drum und dran. Das ist eine weitere Full Art. Ich dachte, wir wären dann. Das ist entweder eines der besten Displays, die ich seit Jahren gezogen habe. By the way, lieber los, auch ein Deck, was meta-relevant wird halt, ne? 280 Schaden, wenn er das nächste Zug ist, kann dieses Pokémon Feuergeschoss nicht einsetzen, das ist egal. Dafür macht er 280 Schaden direkt. Der knallt hier alles weg. Was ist das? Wenn wir jetzt hier noch etwas drin haben, ne? Ich sag's euch. Call it the Sheet Code. Call it the Sheet Code. Ich kann's euch selber nicht sagen. Ich will mit dem Display durch sein. Ich weiß selber nicht. Ich bin durch. Ich bin durch. Hä? Was? Oh boy, noch ein Schluckbuck. Alter. Okay, it's Recap Time. Ich will mal die Skala von 1 bis 10 hören von euch, was ihr sagt. Okay, passt auf. Best DX mit Terrapagos. Fajutsu, Isaflor, Turtok, Lapras, Buckel. Das sind 6 EXs. Finde ich krass. Bridaludon, Kukumiel, Schluckbuck. Sind jetzt nicht die Favorite Address, die ich gerne ziehen würde aus dem Deck, aus dem Set. Aber die 3 Address ist solid. 2 Aspects. Das ist auch schon nicht normal, dass du 2 Aspects ziehst. Eine Full Art, 2 Full Art, 3 Full Arts. Und eine Gold und eine Alt Art. Also wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, das ist ein 10 von 10 Display gewesen. 3 Full Arts ist schon krass. Das hier ist auch schon krass. Das hier ist auch schon krass. Das hier ist schon gestört. Das hier ist schon krank heftig. War noch eine? Really? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Display fandet. Ich muss mir das erstmal jetzt hier nochmal 20 Minuten angucken, glaube ich, was wir alles gezogen haben. Das ist ja nicht von dieser Welt.